Eine Rakete haben wir noch. Die verwenden wir natürlich auch. So, dann gehen wir mal wieder in dieses Geisterzimmer. Aber diesmal mit Abspeichern. So. Und zurück. Und bevor wir das Defibrillator-Upgrade uns zur Brust nehmen, nehmen wir mal noch die ganzen Bandagen und Granaten hier mit und die ganzen Stofflappen. Und dieses Geschützrohr da zum Beispiel auch. Was ist das? Ein Munitionspaket. Das ist cool. Können wir damit den Raketenwerfer nachladen? Nein, natürlich nicht. So, jetzt nehme ich mal das Teil da. Es geht hier gleich wieder alles aus. Und ich warte hier auf die Viecher. Kommt schon rein. Kommt rein. Jetzt aber. Zack. Nein, daneben. Boah, hört doch auf. Boah, hört mir auf. Hört mir auf. Boah, ich hänge hier irgendwo. Boah, nee. Hier, schnell heilen, heilen, heilen. Heilen, 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 heilen. Scheiße, wo hänge ich denn hier? Verdammte Scheiße. Ich bin gleich tot, Leute. Nein. Oh, jetzt habe ich aus Versehen beendet. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also, tschö. Ich mache eine Aufnahmepause jetzt an dieser Stelle. Ciao. So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei Rage. Und wir sind mitten dabei, versuchen hier rauszukommen. Wir schnappen uns mal die ganzen Bandagen und wieder alles, was wir hier so finden. Ach ja, ein schönes Kabel für einen Autobausprengsatz oder wie man das auch immer nennen mag. Dann, was haben wir hier? Ein Geschützrohr, ein Telefon, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und ja, da haben wir hinten das Defibrillator-Upgrade. Was ist das? Ach so, ein Munitionspaket können wir auch nochmal mit einsacken. Und ich speichere jetzt nochmal zwischen, damit wir nicht immer wieder hier alles von vorne einsammeln müssen. Das ist dann auf Dauer ein bisschen entmutigend. So, wenn man immer wieder alles neu einsammeln muss, macht das keinen Spaß. So, und wir haben ja nur noch eine Rakete übrig. Das ist vielleicht auch nicht so das Beste. Haben wir nicht noch andere Waffen? Sturmschrotflinte, Sturmgewehr? Sturmschrotflinten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so die optimale Waffe ist. Ich gucke nochmal ins Waffenarsenal. Was haben wir denn hier? Wir haben hier nur eine Rakete für den Raketenwerfer. Das ist nicht so gut. Wir haben ein Scharfschützengewehr. Das brauche ich aber weniger. Sturmschrotflinte haben wir da. Siedlerpistole. Die doppelläufige, die könnten wir mal ausrüsten. So. So, hat man das jetzt kaum gehört hier oder was? Moment. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Wir haben, wo sind die doppelläufige schon wieder hin? Doppelläufige da. Doppelläufige, zuteilen. Genau, so. So, und irgendwie ist das hier schon wieder ziemlich laut. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das mit Rage und dem Sound immer etwas komisch. Ich schraube hier mal die Lautstärke etwas höher und die Musik vielleicht etwas niedriger. So. Machen wir mal. Probieren wir das mal. Dass ihr die Lautstärke bei Rage an sich lauter versteht, aber die Musik etwas leiser. Die Musik ist meistens das lauteste. So, nehmen wir das Defibrillator-Upgrade und jetzt kommt da gleich was rein. Uiuiuiui. Eieiei. Nehmen wir lieber die doppelläufige.
da gleich was reingesprungen. Oder auch nicht. Ah, jetzt. So. Halt. Bitteschön. So, ja, das hat doch jetzt... Ja, jetzt hat's mal richtig gut geklappt, würde ich sagen. Gleich zwischenspeichern hier, das gibt's ja nicht, dass es jetzt so gut geklappt hat. Zentrum der Totenstadt, jawohl, auswählen und annehmen. So, zurück. So, und dann gehen wir mal hier hinaus. Boah, was ist denn hier? Folterstuhl oder was? Ja. Wow. Kommen wir durch? Nein. Wie so ein Gesuppe hier aber auch. Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft, sag ich da nur. Ach, was liegt denn da? Ein Schraubenset. Nix wäre damit. So, das Defibrillator-Upgrade haben wir. Hier haben wir noch einen Hammer, den kann man gebrauchen. Ein RC-Autobausatz. Und noch ein paar Stofflappen. Ja, warum nicht? So, wo sind wir? Hier. Achso, jetzt sind wir jetzt irgendwo wieder rausgekommen. Keine Ahnung wo. Aber egal, hier scheint es rauszugehen. Und dann gehen wir auch mal hier heraus. Ödland betreten. So, ja, das mit dem Sound und so ist in Rage wirklich sehr merkwürdig. Mal ist er zu laut, mal zu leise. Das lässt sich hier gar nicht so richtig einstellen. Naja, das muss ich dann im Video wieder abmischen, im Defi aufgeladen. Das muss ich dann, ja genau, im Video wieder richtig abmischen, wieder die Dezibel hochschrauben von der Rage-Hintergrundmusik und von meiner Stimme etwas weniger und mal schauen. So, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück. Wow. Ui. Ja, jetzt ist es auf einmal wieder lauter geworden, Rage. Ja, das weiß auch nicht, was es will. So, hallihallo, liebe Gangsterfahrer. Zack. So, wollt ihr euch mit uns anlegen, oder was? Hier, zack. Frisst das. Batz. So, wir können mal hier ein wenig uns mit denen anlegen. Haha, daneben. Ja, zack und zack. So, unser haben wir jetzt den seine Raketen mit unseren Raketen abgewehrt. Ist ja auch cool. So, komm her, du. Zack. Aua. Zielsuchraketen knapp. Wow. Jetzt geht's hier aber los. So, wir sollten uns vielleicht hier drin verstecken. Wow. Boah, wo lang müssen wir jetzt? Wow. Geh mal hin. Hallo. Boah. Munition aufgebraucht. Toll. Haha. Die Munition war jetzt wohl leer. Aber egal. Achso, wir müssen ja hier hinten lang. Genau, wir sind von hier hinten gekommen. So. Und hier sind wir schon da. So, aussteigen. Unsere Karre qualmt jetzt ganz schön. Eieieiei. Da müssen wir vielleicht mal den ADAC anrufen. So. Quasi das Labor betreten. Und der macht uns dann ein schönes Upgrade. Hoffe ich doch mal. Sehr gut, du hast noch alle Arme und Beine. Also halt schön still, damit ich dir das Upgrade jetzt installieren kann. Wird kaum wehtun. Was heißt kaum?
Mars. Ab sofort regenerierst du doppelt so schnell. Und das wirst du auch gebrauchen können. Vergiss nie, die Regierung ist skrupellos. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie dich irgendwann erwischt hat. Deine Zukunft liegt eindeutig beim Widerstand. Aber vorher müssen wir noch was anderes erledigen. Okay, ich habe deine Feldtriebprobe inzwischen genau analysiert. Was die Banditen versuchen, das offenbar erfolgreich, ist, das Feldtrieb als Explosionsbeschleuniger zu verwenden. Äußerst gefährlich, wenn sie es in die Hände bekommen. Dieses Stück wurde zwar neutralisiert, aber bring es trotzdem zu Clay. Er muss unbedingt erfahren, was sie vorhaben. Okay. Bring es zu ihm. Komm bald wieder, mein Freund aus der Vergangenheit. Ja, das werde ich mir mal überlegen, ob ich nochmal zu dir wiederkomme. Achso, wir haben jetzt keine zwei Defibrillatoren, sondern regenerieren uns nur doppelt so schnell. Ja, was? Ja, das ist schon nicht verkehrt. Das kann man auf jeden Fall gebrauchen. So, und ich muss nochmal gucken hier wegen dem Audio, das geht doch gar nicht so. Stimme, Effekte. Die Stimme, kann man die nicht noch lauter schalten? Was war das? Ach, das ist jetzt mein Handy. Ja, im Moment keine Zeit zum Rangehen. Tut mir leid, tut mich sorry. So, die Stimme, Musik, da können wir hier etwas weiter runterschrauben, würde ich sagen. Und Effekte vielleicht auch ein wenig. Ja, okay, probieren wir es mal so. Da muss man noch rausfinden, wie es am besten ist mit Abmischen. So, und können wir jetzt hier jemanden anrufen? Mal schauen, was haben wir denn hier? Das ist bauen, das ist, ja, hier, Funkgerät. Benutzen. Mix-Werkstatt oder Durance-Werkstatt. Abschleppkosten bei dem 150. Ach so. Ja, egal, wir rufen mal Mick an. So. Sind wir da jetzt automatisch wieder bei Mick oder was? Hat er uns gleich mitgenommen? Ach, guck einer an. Verlassen. Wellspring. Mit Bestürzung. Abgehört, du warst beim alten Quasir. Das ist ja ein wandelndes Lexikon. Ich würde gut auf ihn hören, wenn ich du wäre. Das Ansehen dieser Stadt wird von ihren Bewohnern bestimmt. Ja. Und wir haben alle die Pflicht, sie gemeinsam so attraktiv wie möglich für auswärtige Händler und Reisende. So, wir hören gut auf den alten Quasier. Und wir gehen mal wieder zum Bürgermeister. Ach, das ist ja der Sheriff, nicht der Bürgermeister. Ach, der Bürgermeister war ja hier unten. So, hier hinten war der Bürgermeister. Hallo. Sehr interessant und äußerst beunruhigend. Trotzdem danke für die Hilfe. Nehmen Sie das hier für Ihre Mühen. $200. Was? Hören Sie das? Ha, das ist schon wieder der Brunnenalarm. Der gute alte Carlson ist etwas vorschnell, was Probleme angeht. Wahrscheinlich ist gar nichts, aber könnten Sie bitte trotzdem mal nachsehen? Hm? Rede mit Carlson im Büro des Brunnenmeisters. Okay, warum nicht? Brunnenmeister, das muss doch da drüben sein, oder? So, gucken wir mal hier rein. Hä? Boah, hier süfft's aber ganz schön rein, du. Nee, Alter. Aha. Ach. Na, wird doch langsam Zeit, dass mir hier jemand hilft. Mann, hier wird's langsam echt kritisch, verstanden? Kritisch. Muss schnell was passieren. Ja, kritisch, was? Oh, ach ja, ich bin Carlson, ich warte den Brunnen. War gerade dabei, ein paar Geräte zu inspizieren, als eine Horde Banditen reinstürmte und alles auseinandernahm. Hätten mich fast erledigt. Jetzt drohen sie, das Wasser zu vergiften. Weißt du, was das hieße? Das Ende der Stadt. Das darf ich nicht zulassen, auf keinen Fall. Wir müssen die Banditen loswerden. Du bist unsere letzte Hoffnung.